Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Das gibt wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Video, aber warum auch nicht? Ich möchte euch gerne die Manduka Extend vorstellen. Das ist ein Zusatzprodukt, das man zur Manduka kaufen kann, von dem ich sehr begeistert bin. Wir haben uns das Ganze selber gekauft und würden es auch nutzen, wenn nicht die Schnalle unserer Manduka leider bei einem kleinen Türzugknallunfall kaputt gegangen wäre. Wir schauen uns jetzt nach einer neuen um, die wir gebraucht kaufen können und werden dann Manduka Extend wieder häufiger nutzen, hoffentlich. Das hier ist das Teil. Es ist ziemlich einfach aufgebaut. Es hat hier zwei Schlaufen, durch die man den Hüftgurt fädeln kann. Hier ist eben die Stegerweiterung. Also es ist allgemein eine Stegerweiterung. Wenn der Steg zu schmal ist bei der Manduka, kann man den ja nicht verstellen, kann man sich eben die Manduka Extend kaufen. Hier ist es gepolstert für die Beine und dann hat es hier noch Druckknöpfe mit an einem Gummiband, welches man dann an der Manduka befestigen kann. Ich zeige euch ganz kurz, wie durchdacht dieses Ding ist. Man kann den Hüftgurt hier vorne durchfädeln, dann erweitert sich der Steg um diese Breite, so die mittlere Breite hier. Dann kann man hier das hier nach vorne klappen und man kann den Steg oder den Hüftgurt hier durchfädeln. Das Ganze wird dann breiter und so kann die Manduka bis auf 9 cm mehr Stegbreite erweitert werden. Das Ganze funktioniert so, dass ihr euch am besten eure Manduka vor euch hinlegt. So. Dann überlegt ihr euch, möchtet ihr die Manduka klein erweitern? Das ist das, was wir im Moment brauchen. Und legt euch die Manduka Extend auf die Manduka drauf. Dann nehmt ihr den Hüftgurt, hier ist uns eben die Manduka kaputt gegangen, und fädelt das ganz einfach durch diese Schlaufe hindurch. Und zieht es bis ganz an das Sitzpolster heran. So. Wenn ihr das jetzt umdreht, seht ihr auf der anderen Seite hier das Schwarze, um so viel wird der Steg nun erweitert. Das Ganze macht ihr dann auch auf der anderen Seite. Ihr schnappt euch hier die Schlaufe, fädelt das hindurch, zieht es bis ganz an die Sitzfläche der Manduka ran. Jetzt seht ihr, auf beiden Seiten ist das Polster der Manduka. Der Steg ist jetzt ein bisschen breiter. Zum Schluss nehmt ihr euch die Träger der Manduka und dieses Gummiband. Das nehmt ihr über die Träger hindurch, hier bei der Kopfstütze, und snappt das hier mit dem Druckknopf fest. Hier auf der anderen Seite das gleiche. Hier kann man diese ein bisschen lupfen. Man kann es auch, wenn man die angezogen hat, kann man es auch hier oben befestigen. Seht ihr das? Da kann man anziehen. Dann hat man hier vielleicht nicht so viel Platz. Dann kann man es hier durchfädeln. So. Und dann ist es eigentlich auch schon alles. Der Steg ist jetzt um etwa, ja, ich würde sagen, 1,5 bis 2 cm breiter. Natürlich wird das ein bisschen, ja, ist das ein bisschen beweglich, weil es hier die Sitzpolster, die ganz weich sind.
Man setzt sich dann das Kind einfach auf die Stegerweiterung, also auf das Manduka Extend, und nimmt es ganz normal in die Trage. Nochmal zur Erklärung: Möchte ich es noch breiter, fädle ich es einfach durch den hinteren Teil der Schlaufe und kann so bis zu 9 cm erweitern. Ja, das war's auch schon wieder. Ich sagte ja, es gibt ein kurzes Video. Ich bin nur mit der bildlichen Anleitung, die dabei war, nicht von Anfang an gut rausgekommen und darum dachte ich, es ist sinnvoll, ein Video dazu zu machen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und empfehlt mich gerne weiter. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!